Maite Kelly, Liebesdebakel, der traurige Grund hinter ihrem Single-Dasein. Maite Kelly sehnt sich nach der großen Liebe in ihrem Leben, doch die bleibt der Schlagersängerin bisher verwehrt. Es ist wie verhext. Sag mir wann, sag mir wo, die Liebe siegt sowieso, singt Maite Kelly in einem ihrer Lieder. Ach, wäre es nur auch bei ihr privat so. Seit der Trennung von Ehemann Florent vor 5 Jahren scheint Maite in Sachen Liebe verflucht. 1000 Männer, aber keiner bleibt für immer. Maite Kelly, sie hofft auf die große Liebe. Dass die Sängerin sich seit ihrer Scheidung mit Männern trifft, ist nichts Neues. Blind Dates find ich super, verriet sie mal. Vor allem, wenn ich nicht erkannt werde. Denn dass Maite berühmt ist, ist nicht immer von Vorteil. Ein paar Tricks hat sie fürs erste Rendezvous aber auf Lager, vorher ein schlechtes Foto von sich schicken. Dann ist die positive Überraschung groß. Beim Styling lautet mein Rat: Trage das, was du fühlst, wenn er das nicht versteht, kannst du ihn gleich streichen. Und lass ihn zahlen. Manchmal bleibt ein Mann auch eine Weile, ein paar Tage, Wochen, Monate. Ehrlich gesagt, war ich in meinem Leben selten Single, verrät Maite. Ich war nie lange alleine. Das einzige Problem, keiner der Männer bleibt. Maite sucht seit 5 Jahren nach der großen Liebe. Doch alle Prinzen, die sie küsst, werden am Ende zu Fröschen. Verflucht. Im Märchen ist es doch umgekehrt. Doch die Hoffnung aufgeben? Die Liebe siegt sowieso, singt sie lachend. Manchmal dauert es nur etwas länger.